Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Fragen, 5 Antworten. Hallo Stefan. Hallo Alexandra, heute aus Berlin. Hatten wir ja angekündigt. Genau, aus meinem Büro. Das ist die Aussicht aus meinem Büro mit ein paar hübschen Blümchen im Hintergrund. Genau, man kann auch die Nachbarn im anderen Flügel kennenlernen im Hintergrund. Ja, genau. Wie schön. Ist nicht immer schön. Nicht immer. Unser Thema ist heute, ich habe es genannt, der Steuerwahnsinn der Bundesregierung. Oh, ich dachte, die Gruselthemen hätten wir schon mit den Grünen abgearbeitet gehabt. Aber Steuern ist auch ein Thema. Das stimmt, wir wollten ja mehr Positives machen. Das sind die Fragen? Das sind meine Fragen. Ich bin gespannt. Ja. Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler zeigt ja derzeit gerade so um die 2 Millionen an. Und sie läuft, das ist man gar nicht unbedingt gewöhnt, derzeit ja rückwärts. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Länder dabei sind, Schulden zu tilgen. Und daneben sind auch die Zinsen heute so niedrig wie nie. Das ist schön für den Staat, das ist schlecht für die Bürger. Dann komme ich mal schon mal zur ersten Frage. Ja, haben wir doch Zeit. Seit 2009 gibt es ja im Grundgesetz eine Schuldenbremse. Damit wird eine strukturelle Neuverschuldung der Länder verboten und dem Bund wird so eine Grenze auferlegt, die er nicht überschreiten darf. Ist es denn deiner Ansicht nach möglich, die Schuldenbremse angesichts der zu erwartenden Zukunftsereignisse zu halten? Also zunächst mal sind die Schulden 2 Billionen Euro. Hast du Millionen gesagt? Nein. Also die Staatsschulden 2 Billionen Euro, wobei das nicht alle sind. Also da ist jetzt die strukturelle Verschuldung, die dadurch kommt, dass wir extreme Pensionslasten haben bei Beamten, das ist da gar nicht drin. Also die 2 Billionen ist das, was der Staat sich so geliehen hat. In Wahrheit ist die Verschuldung noch höher. Die Schuldenuhr läuft rückwärts. 66 Euro pro Sekunde werden getilgt. 66 Euro pro Sekunde, hört sich gut an. Mhm. Wir haben mal nachgerechnet, wie lange braucht man 66 Euro pro Sekunde, bis 2 Billionen weg sind. Und es waren knapp 1000 Jahre. Also die Verschuldung ist explodiert, ist eine Katastrophe in Deutschland. Immer nicht mehr, ne? Das wahrscheinlich nicht, nee. Also 1000 Jahre, wenn das so weitergeht und das wird sich demnächst wieder umdrehen und dann werden die Schulden wieder steigen. Also wir sind da in so einer Schuldenspirale, die wird nicht mehr beherrschbar sein. Das ist übrigens auch der Grund, warum alles auf 0% Zinsen hinausläuft. Enteignung, der Staat verdient Geld, wenn er sich Geld leiht. Also völlig krank dieses System geworden, dieses Geldsystem. Nur so geht's. Also am Ende dann wahrscheinlich über eine Währungsreform, eine Währungsumstellung und dann ist das Geld von uns Bürgern futsch. Die Frage war jetzt, ob sich die Schuldenbremse, ob die gut ist, auf jeden Fall. Ja, ob die haltbar ist. Ja, also erstmal ist sie gut, aber sie sollte natürlich auch gelten für die Schulden, die ich gerade genannt hatte. Also nicht nur die ausgewiesenen Staatsschulden, sondern es muss auch gelten für den sozialen Bereich, Krankenkassen, Rentenversicherung. Da sind extreme Schuldenberge, drohen da auch und in dem Bereich, den ich gerade erwähnt hatte. Also Schuldenbremse ist eine gute Idee. Allerdings müsste die auch noch gesenkt werden, die müsste deutlicher sein, ausgedehnt werden und diese Neuverschuldung, die gestattet ist, müsste auch abgeschafft werden. Also Schulden sind genug, wir müssen anfangen zu tilgen und zwar in Größenordnung. Aber meinst du, dass das möglich sein wird? Ich meine, es gibt ja gewisse Altlasten, Lasten, die einfach auf den Staat zukommen, wo man jetzt nicht einfach sagen kann, ja, wir zahlen halt keine Pensionen mehr, Pech gehabt. Ja, klar ist das nötig. Also wir haben angeblich einen ausgeglichenen Staatshaushalt, stimmt aber nicht. Dieser Staatshaushalt, der aktuelle 2020 wird debattiert, ist nur deshalb ausgeglichen, weil aus Rücklagen knapp 10 Milliarden Euro genommen wurden. Jetzt bin ich in dem Bereich und sage mir doch, es ist doch genug Geld da. Wir zahlen netto 10, 15 Milliarden Euro im Jahr nach Europa. Also zahlen wir mehr, als wir zurückbekommen, das Geld ist futsch. Wir zahlen im Jahr 50 Milliarden Euro etwa für den Flüchtlingswahnsinn, das Geld ist futsch. Also könnte ich eigentlich, wenn ich mir die Europäische Union als solche wegdenken würde und den Flüchtlingswahnsinn, könnte ich 65 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich tilgen. Und das wäre, glaube ich, dann wesentlich schneller am Ende bei den 2 Billionen als 1000 Jahre. Ja, das vermute ich auch. Nun sind wir ja beim Thema Steuern. Die meisten Menschen von uns haben mit dem Steuersystem schon so ihre Erfahrungen gemacht, vor allem wenn sie eine Einkommensteuererklärung machen. Ist denn unser Steuersystem fit für die Zukunft? Nee, das ist ungerecht, unser Steuersystem. Es fängt gerade diejenigen Leute ab, die Leistungsgruppe unserer Gesellschaft sind, also den sogenannten Mittelstand, den normalen Facharbeiter, diejenigen, die täglich arbeiten gehen, pünktlich aufstehen, arbeiten gehen und Steuern zahlen. Es fallen unten sehr viele ganz raus aus der Steuerpflicht. Oben ist die Steuerpflicht gedeckelt. Also es ballt sich in der Mitte. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, haben wir von den 80 Millionen Einwohnern in Deutschland, von den gut 80 Millionen, zahlen nur 15 Millionen überhaupt Steuern. Also es ist ungerecht. Und wir müssen aber auch die Steuern nicht erhöhen. Das Problem ist eigentlich gar nicht so
akut, wir müssen die Ausgaben senken. Ich habe gerade zwei Beispiele genannt, 65 Milliarden werden im Jahr rausgeblasen für nichts und wieder nichts. Dazu kommt noch die Entwicklungshilfe, die in Staaten wie China zum Beispiel bekommt 700, 800 Millionen Euro im Jahr Entwicklungshilfe. Also eigentlich sollten die inzwischen Entwicklungshilfe an Deutschland bezahlen. Sagen, ja, das müsste sich eigentlich umdrehen. Nein, wir geben Entwicklungshilfe nach China zu einem der größten Konkurrenten auf dem Weltmarkt. Also es ist völlig undurchdacht. Da werden Dutzende, wahrscheinlich 100 Milliarden Euro rausgeschmissen, die man wesentlich anders verwenden könnte. Und wenn man dieses Ausgabenproblem in den Griff bekommt, habe ich auch kein Steuererhebungsproblem mehr. Okay, in letzter Zeit, du hattest es gerade angesprochen, es wird ja immer wieder über neue Steuern diskutiert. Wir reden über eine Fleischsteuer, CO2-Steuer sowieso. Ich gehe davon aus, wir werden bald eine SUV-Steuer diskutieren. Nun sind das ja alles Steuern, die so einen gewissen Lenkungseffekt haben sollen. Ja. Ja, weniger Fleisch essen, weniger oder umweltfreundlicheres Verhalten. Da ist meine Frage, sollte man über ein Steuersystem überhaupt lenken? Ist es dafür da? Sind Steuern nicht da. Steuern sind dafür da, dass der Staat Einnahmen hat, um seine Aufgaben zu erfüllen. Das ist ja in gewissen Rahmen durchaus nachvollziehbar. Ich brauche halt Einnahmen für die Bundeswehr, wer soll die sonst bezahlen? Für Beamte, wer soll die sonst bezahlen? So eine Regierung, eine vernünftige, bräuchte man beispielsweise auch. Das ist ja vernünftig. Aber der Deckel sollte da liegen, wo man sagt, das braucht der Staat nicht mehr als Einnahme für seine Verwaltung, für seine Tätigkeit. Für die Polizei beispielsweise ist sehr sinnvoll. Sondern er versucht da in die individuellen Rechte eines Bürgers einzugreifen, um ihn zu lenken und zu steuern. Das ist der völlig falsche Ansatz. Okay. Steuern sind dafür da, um den Staat zu finanzieren und für nichts anderes. Okay. Wie gesagt, es werden immer mehr Steuern diskutiert und wie wir ja auch wissen, Steuern, die einmal da sind, die verschwinden auch nie wieder. Nee, Klassiker ist immer die Sektsteuer, genau. Ne? Oder Schaumweinsteuer von 1913. Gibt es immer noch. Ja. Werden wir jemals erleben, dass es weniger Steuern geben wird und eine merkliche Entlastung stattfindet? Ja, das werden wir dann erleben, wenn die AfD führend in einer Bundesregierung sein wird. Alle anderen Parteien haben 70 Jahre die Chance gehabt, sie haben es 70 Jahre lang verkackt. Und zwar alle, von den Sozis über die Schwarzen bis zu den Gelben, die ja immer besonders laut schreien, Steuersenkungen, also die FDP, wenn sie nicht in der Regierung sind. Wenn sie in der Regierung sind, dann gibt es Steuersenkungen für Luxushotels. Ja, oder sowas, das machen die dann. Aber ansonsten, um die breite Masse zu entlasten, dazu hatten alle 70 Jahre lang Zeit, die haben alle versagt, die AfD wird es umsetzen, wenn die Verhältnisse mal so sind, dass wir bestimmenden Einfluss auf die Politik haben. Ja, da sind wir bei meiner letzten Frage. Wann wird das sein? Ja, welche Vorstellungen hat denn die AfD konkret? Oder also, wenn's so wann läuft, fängt sie damit an? Wenn es so läuft in den neuen Bundesländern, sage ich mal, sind wir in 5 bis 10 Jahren dabei. Wenn man das auf Deutschland übertragen kann, ich bin da guten Mutes. Aber man kann über den Bundesrat natürlich auch was machen, je stärker wir in einzelnen Bundesländern sind. Sachsen, Brandenburg haben vorgelegt. Wenn man die letzten Landtagswahlen anschaut, war ja Thüringen, wählt Ende Oktober. Thüringen war immer in den Landtagswahlen besser als Sachsen. War einmal, ne? Aber bisher immer, also mit anderen Worten, dann sind wir in Thüringen irgendwo zwischen 25% und 30% und dann wird sich was zeigen, wie wir Einfluss auf die Landesregierung nehmen können. GEZ abschaffen, Steuern senken und solche Geschichten. Na dann sind wir ja gespannt. Mit gutem Mut gehen wir da voran. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.